Aha! Und die zweite 5. Gut, das macht das Ganze einfacher. Dann brauchen wir nämlich mit Diddy nicht da reinfliegen, sondern holen uns jetzt hier einfach einen Diddy und gehen dann per Teleporter dahin. Da oben ist ein Tauschfass. Sehr gut. Schön. Einmal zu Diddy wechseln. Oh ja, jetzt haben wir auch Lenky. Diddy. Danke. Ja. Ja, wie gesagt, was wollte ich denn sagen? Ich weiß es nicht. Haltet mich einfach für dumm oder so. Oder ein bisschen verplant. Ich glaube, verplant bin ich. Morgen schreibe ich Klausur. Also, wenn ihr dieser Part umkommt, ist wahrscheinlich schon fast August. Aber, morgen schreibe ich Klausur. Also, wir haben heute den 12.7. und am 13.7. schreibe ich Klausur. Und wenn ich die geschrieben habe, dann habe ich Semesterferien. Das ist nämlich die letzte Klausur dieses Semester. Und da freue ich mich schon total total riesig drauf. Wir müssen noch mit Donkey Kong eine Banane holen. Und zwar im großen Tempel, nicht im Lama-Tempel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das machen wir auch mal eben. Jupp. Nee, großer Tempel ist ein Hoch auf die Sichtweite da hinten. Ich möchte da mal eben mit diesem Fass rüberlaufen. Bombs! Okay. Weil es so schön ist und wir mit Donkey Kong hier noch nicht drin waren, gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir mit Donkey vielleicht noch was kriegen von ihm. Sieht übel aus, Donkey. Ich muss noch ein wenig rumbasteln. Pass auf, Donkey. Ich fülle deine Kanonenkugeln auf und dann haust du wieder ab, ja? Okay, viel kriegen wir von ihm nicht, okay. Aber immerhin haben wir jetzt wieder volle Munition. Ja. Gehen wir hier mal eben rein. So. Kokosnuss. Perfekt. Ja. Ich hatte ja eben gesagt, ich hab das hier schon letztens mal irgendwann als Let's Play gesehen von Wolowizard. Der hat es leider abgebrochen, weil er echt extrem an Motion Sickness gelitten hat hier in dem, bei dem Spiel. Ich find's schade, aber ich kann's voll und ganz verstehen. Aua. Ich hätte gerne, nimm trotzdem mal den anderen Weg, vielleicht finden wir ja noch irgendwo was Cooles. Taliban! Habe ich Taliban gesagt? Ja. Weil Selbstmordattentäter und so. Keine Vorurteile oder so. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu böse. Naja, wie auch immer. Ich hatte gerade ein wenig Angst. So. TNT-Fässer sind böse. Vor allen Dingen, wenn sie laufen. Oh, komm. Doofe Hitbox. So, auch hier nehmen wir wieder beide Wege. Okay, hier ist die Banane. Nicht noch mehr von denen. Geht doch weg. Bombs. Bombs. Wobei, so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Sie geben ja direkt die Energie auch wieder. Auch wenn sie sich selber in die Luft gejagt haben und mir dabei geschadet haben. Von daher sollte man denen nur nicht begegnen, wenn man nur ein einziges Herz hat. Ein Melonenviertel hat. So. Dong, dong, Donkey Kong. Yeah. Oh oh. Und. Ach, komm schon! Wir müssen jetzt wieder flüchten. Ach, dich habe ich gar nicht gesehen. Wo kommst du denn jetzt her? Geh doch weg. Ich muss abhauen. So. Hat doch wunderbar geklappt.
So. Und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, nicht mehr viel, aber ein bisschen, würde ich, glaube ich, noch ganz gerne zu Snide gehen. Da waren wir noch gar nicht hier in diesem Level. Und dann gucken, ob ich vielleicht mit Tiny noch irgendwie so ein bisschen was holen kann. Oder zumindest Tiny schon mal ausrüsten. Das Fiese, wenn man einen neuen Kong startet, ist immer erstmal Münzen zu finden. Weil ohne Münzen kriegt man halt nichts. So wie im echten Leben halt. Ohne Münzen gibt's nichts. Ach, Mann. So. Wo war denn Snide? Snide war hier hinten, oder? Ja. Ach. Nein. Nein. Geh doch weg. Warum läuft vor Snide Saku so ein Ding rum? Saubere Arbeit. Hier, kriegst du eine Banane. Ah, und während hier diese Sequenz abläuft, trinke ich doch gerade mal eben ein Schlückchen. Oh, Banane. Yeah. Ah, das läuft auch echt schon gut am Schnürchen. Ich hatte ja am Anfang oder zwischenzeitlich hier in diesem Level doch ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe, wie geplant, wieder mit Diddy und Donkey 100% zu machen. Aber es hat funktioniert. So, in wenigen Sekunden haben wir auch mit Diddy die 100% in diesem Level erreicht. Und doch, das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann gibt's beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahmesession, gibt's dann die 100% von Tiny und Lanky. Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal in den Tropentrubel zurück. Plöpp. Oh, cool. Und die nächste Banane. Womit wir 21 hätten. Wir haben mit 11 angefangen. 10 neue Bananen. Finde ich super. Ach so, genau. Und hier können wir uns dann so einen schönen Plan angucken, den wir irgendwann mal vollständig haben sollten. Raus. So, dann wechseln wir jetzt mal auf... Kommt schon, bitte! Wechseln wir mal auf Tiny Kong und rüsten die schon mal aus. So, hi Tiny. Ja, hier gibt's Münzen. Münzen sind gut. Und Bananen. Bananen sind auch sowieso immer super, auch wenn wir davon gar nicht so viele brauchen in dem Level. Die Kristallkokosnüsse nehmen wir mal eben mit. Nee, nehmen wir nicht mit. Kann sie nämlich noch gar nicht aufheben. Ja, ich war mir nicht sicher, ob es hier vielleicht noch was für Tiny gibt. Deshalb habe ich das jetzt gerade mal gemacht. So. Dann gehen wir auf die Bäume. Und sehen, dass hier nichts ist. Okay. Aber, das passt ja. Wir sind direkt hier bei Funky Kong und können uns dann erstmal den neuen Shooter abholen. Wie wär's hiermit? Gib mir 3 Münzen und du kannst K-Rules Truppe mit diesem Shooter ordentlich aufmischen. Aber natürlich. Und wir kriegen die Federflitze. Oh, pom. Steht hier gut, Tiny. Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Willst du den Shooter rausholen oder wegstecken? Halte Z und drücke C links. Drücke B, um zu feuern. Mit C hoch schaust du durch das Visier. Solltest dir mal die Munition ausgehen, bringe ich den Vorrat auf Vordermann. Ja, sauber. Das war's, Tiny. Ich bastel jetzt an der nächsten großen Sache. Super cool. Ja, und dann gehen wir nochmal eben schnell zu Cranky Kong. Mit der 3. Also diese Bananaporter sind echt Gold wert. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Tiny. Für nur 3 Münzen gehört er dir. Du Flöte wirst ohne ihn nichts erreichen, also bezahl ihn lieber. Ja.
Kleini Tiny. Klitzus Kleinus. Plop. Jetzt kannst du die Spezialfässer mit deinem Gesicht drauf nutzen. Spring hinein und sei nicht überrascht, wenn du die Größe wechselst. Achte dabei aber auf deinen Vorrat an Kristallkokosnüssen. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Danke. Ja, Tiny Kong kann jetzt Kleini Kong werden. Wir wechseln hier dann mal kurz zu Lenky, wo wir schon hier vorstehen und uns die Münzen quasi auf den Servierteller gelegt werden. Kreisch, hallo Lenky, auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden, Quack! So, Lenky ist echt scheiße. Ja, der bewegt sich viel zu schnell und hat ewig lange Arme und sieht dabei auch noch richtig beschissen aus. Wie schon im DK-Rap gesagt wird, he has no style, he has no grace, this Kong has a funny face. Oh ja, ich konnte den DK-Rap mal komplett auswendig. Inzwischen nicht mehr, weil es ist schon über 10 Jahre her, aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich dazu auch mal ein Special, wo ich den selber singe oder mitsinge oder was auch immer. Ist ja schon so ein beliebtes... Ach, komm schon! Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Lenky. Für nur 3 Münzen gehört er dir. Du flötet wirst ohne ihn sowieso nichts erreichen, also zahl lieber. Ja, natürlich. Und er trinkt mit den Füßen. Orang-U-Stand! Palmus Fedulus. Oder heißt es Pedulus? Ich weiß es nicht. Dank dieses handlichen Moves kannst du steile Hügel hinaufsteigen. Sogar du, Hohlroller, wirst das kapieren. Lenky, halte Z gedrückt und benutze B. Halte Z gedrückt, um im Handstand... Was auch immer. Mehr gibt's nicht. Ja, so... Und um das Ganze zu komplettieren, holen wir uns mit Tiny noch eben schnell das Instrument ab. Ja, alles, all das muss gemacht werden. Besorgungen, Besorgungen, Besorgungen. Und dann sind wir, glaube ich, auch durch für heute. Wir sind jetzt bei 1:29. Ja, dann sind wir ziemlich durch für heute. Ja, ich muss jetzt gleich noch ein bisschen lernen für meine Klausur. Boah, nein, 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 fuck! Mann, Mann, Mann. Nie kann es auf Anhieb klappen. Hey, für nur 3 Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei. Aber sicher! Sabotage-Saxophon! Tiny hat das Saxophon, stimmt. Oh ja. Komm näher, Tiny, ich zeige dir, wie man mit dem Instrument umgeht. Halte Z gedrückt, während du C nach oben betätigst. Der Hammer-Sound wird die meisten Kremlings umhauen. Allerdings verliert das Instrument an Energie, wenn du einen Kopfhörer findest. Kannst du die Energie wieder aufstocken. Stell dich beim Spielen auf eine Musikplatte, dann verbrauchst du keine Energie und manchmal passieren ganz abgefahrene Sachen. Mehr kann ich zurzeit nicht für dich tun. Sehen wir uns später? Aber natürlich! So ein heißes Geschoss wie Candy, da will man doch öfters mal hin. Bin ich zu spät gesprungen? Was soll das? Ja, gut. Wir laufen mit Tiny noch ein bisschen hier zum Anfangsgebiet, während ich mich hier ein bisschen von euch verabschiede. Ja, also ich finde, um das Ganze rekapitulieren, wir haben eigentlich recht viel geschafft. Wir haben Tiny befreit. Wir haben Lenky befreit. Wir haben 2 neue Kongs. Ach, verdammt. Wir haben mit Donkey und Diddy 100% in der Azteken-Arena. Und werden das Ganze beim nächsten Mal dann mit Tiny und Lenky auch machen. Mit Lenky müssen wir noch ein bisschen einkaufen. Mit Tiny haben wir auch schon alles gekauft. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen.
Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Donkey Kong 64. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer. Ja, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht auch sogar ein Abonnement dalassen. Bis dahin, sage ich mal, keep gaming und ja, auf Wiedersehen. Ciao.